Ich würde gern da vorne reingehen. Das ist im Prinzip unser Hauptzuweg hier gewesen. Hier ist die Aula. Und jetzt Rauchverbot. Das war früher natürlich undenkbar. Früher waren das die Häuser A bis H. Und Emo wohnte in Haus D und ich wohnte in Haus F. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man ihn nicht gekannt hätte, dass man erstmal abgeschreckt gewesen wäre. Ich glaube, bei mir war es überhaupt kein Problem. Ich bin ja damals, ich bin ja mit 16 oder was Punk geworden und habe kurze Zeit auch in besetzten Häusern verbracht und so und war da einiges gewohnt. Und irgendwie junge Menschen, die gut behütet aufgewachsen sind, der war ja auch ziemlich groß und kräftig gebaut. Ich glaube, der hat bestimmt auf viele einschüchternd gewirkt. Ne, dann noch ein Zahn fehlt und so weiter. Dieser Weg ging auch damals hier so rauf und die Häuser standen hier mit einigem Abstand. Das waren zweigeschossige Bauten mit 16 Zimmern drin. Das Haus D lag vielleicht so an dieser Stelle, könnte ich mir vorstellen. Der war wie so ein Hund. Der kam immer schwanzwedelnd von Zimmer zu Zimmer gelaufen. So habe ich Emo in Erinnerung. So. Freute sich immer und brauchte halt immer Leute um sich. Emo habe ich das erste Mal im Wohnheim kennengelernt. Ich weiß noch genau, er war dicht bis in die Haarspitzen irgendwie so und er stand direkt vor deiner Zimmertür. Und ich glaube, es gab irgendein Problem mit Kühlschrank oder mit der Waschmaschine oder sowas. Irgendwas war da. Aber du hast Emo dann relativ schnell runtergekocht und dann war alles gut. Und habe ich Emo, glaube ich, auch kennengelernt. Du saß ja noch im Zimmer und irgendwann ist er wieder abgedackelt. Und diese Gartenanlage gegenüber, das war im Prinzip unser Schulweg. Also sind wir hier direkt aus dem Wohnheim morgens zur Schule gegangen, meistens da oben rein, weil da die Kantine war und man sich da ein Frühstück und einen Kaffee holen konnte für sehr kleines Geld, 50 Pfennig oder so. Ja, und dann ging es los. Und Emo ist diesen Weg nicht so häufig gegangen. Also ein paar Fächer haben ihn sicher interessiert. Da hat er auch immer mal wieder reingeschaut. Aber nicht wirklich so, dass es darauf angelegt war, hier einen Schulabschluss zu erwerben. Ja, Emos Zimmer, das war eigentlich gar nicht möbliert. Oh, das war leer. Da war ein großer Sack Reis und ein mega fetter Schreibtisch. So. Ja, und richtig sauber war es auch nicht. Da lag halt eine Matratze auf dem Boden, unterm Fenster. Also an der Stirnseite. Und dann lagen auf dem Boden die Sachen, die er so zum täglichen Leben gebraucht hat. Also das waren sicherlich seine Bücher. Das waren Lebensmittel, die er da liegen hatte. Und das war natürlich sein Wok. Er hatte halt einen Elektro-Wok, in dem er die leckersten Gerichte gezaubert hat. Und er hatte auch ein sehr gutes Händchen für Gewürze. Und das war meistens einfaches Essen, aber sehr lecker gewürzt und gern so alles aus einem Wok und auch direkt aus dem Wok gegessen. Und Filme gucken, Computer spielen, das war Emo. Und Shadowrun. Bei mir war es auf jeden Fall ein Grund, warum Emo viel bei mir abgehangen hat, weil ich
meistens den schnellsten Rechner im Wohnheim hatte und man da anständig zocken konnte. Ja, ja. Und das weiß ich auch. TIE Fighter auf dem 486er. Genau so. Also Emo war ziemlich clever. Also mit Computern und so konnte der umgehen. Also so Sachen wie ein Betriebssystem auf eine Diskette, damit man perfekt TIE Fighter oder irgendwas spielen konnte, das konnte Emo auf jeden Fall. Ja, das war echt so seine Hauptbeschäftigung, kann man so sagen. Ne? Ja. Das mit dem Zocken, so kommt es mir vor. Und kann man, keine Ahnung, irgendwann haben sie ihm ja das BAföG gestrichen, weil er eben nicht mehr zur Schule gekommen ist. Ja. Dann haben wir so mehr oder weniger von meinem BAföG zusammengelebt, sind immer zusammen einkaufen gegangen und so. Ich glaube, das war hier. Ja? Wichtig war auf jeden Fall immer Kernbeißer, Schokolade musste auf jeden Fall dabei sein. Dann hatten die da so einen leckeren Rührquark mit so Pfirsichen drin oder so. Da hat er auch total drauf bestanden, der war immer mit dabei. Und dann, ja, du hast eben gesagt, Reis. Und ich habe das auch vorher schon gesagt, er hatte halt auch immer seine Lebensmittel da rumliegen. Also er hatte ja wirklich eigentlich so keine Möbel, keinen Schrank oder so. Ja, und dann lagen die Vorräte da so in der Ecke neben dem Klamottenhaufen. Sag mal, kannst du dich noch dran erinnern an die Kneipe Zombie? Nee. Alles Kneipe klar. Zombie? Ja, genau. Ich hatte so eine Kneipe eröffnet, hinterm Wohnheim in dem Viertel. Die wussten, dass Emo eben auch künstlerisch tätig ist. Und haben ihn dann gebeten oder sogar beauftragt, die Wände zu bemalen. Und da hat er an der Wand so einen Magmasee gemalt, über dem so Weltraummonster schweben, also so Cthulhu-artige Wesen. Das war tatsächlich der einzige Job, mit dem er Geld verdient hat, was ich so mitgekriegt habe. Also zumindest nicht in der Bielefelder Zeit. Davor hat er hat ja eine Lehre zum Masseur gemacht und hat da sicherlich seine Ausbildungsvergütung gekriegt und so. Wobei man nicht sicher sein kann, weil das war bei seiner Mutter. Ja. Ich glaube, schon mit der Jugend, ne? Wie war es denn? Er hat den Bescheid vom Militär gekriegt oder was? Bundeswehreinzug, und das hat seine Mutter ihm nicht ausgehändigt. Ich glaube, so das Ganze angefangen, ne? Dass er zum ersten Mal in Konflikt geraten ist mit dem System. Und dann kamen die Feldjäger. Ja. Das hat er mir selber erzählt, weil er hat mir erzählt, wir haben über Zivildienst gesprochen, dass er dann bei den Nonnen gelandet ist und dann immer Stress mit denen hatte, weil er natürlich mit denen überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Ne? Dann irgendwie das Kreuzverkehr drum aufhängen, fanden die nicht lustig. Also erst ist er ja beim Militär gelandet, die Feldjäger haben ihn verhaftet, dann wurde er dann da eingebuchtet und hat dann verweigert, aber es dauerte halt eine Zeit, die Verweigerung durchzubringen. Und da er der verweigert hatte, konnte er sich keine Zivildienststelle aussuchen. Und dann ist er, wenn ich mich richtig erinnere, ist er im Kloster gelandet. Musste Zivildienst machen und bei Nonnen. Ja. Also wo er dann da wohnen musste. Und das, also, ist total klar, dass das nicht funktionieren konnte. Ich hoffe, das stimmt alles. Das ist was, woran ich mich erinnere, dass er mir das erzählt hat. Ja, das hier ist halt der Hertie-Vorplatz, Berliner Platz in Gütersloh. Und damals der Treffpunkt von wohnungslosen Leuten. Und irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er, so hat Emo mir das erzählt, war er hier regelmäßig und hat mit den Leuten hier abgehangen. Und das war, glaube ich,
schon auch wichtig für sein Leben, die Leute hier kennenzulernen. Wenn ich das richtig erinnere, dann war das so, dass er halt sein Elternhaus verlassen hat und ist dann halt hier hingegangen und er hat sich hauptsächlich wirklich hier aufgehalten. Und daher rührt auch sein ein paar gesundheitliche Leiden, die er entwickelt hat, insbesondere sein Gebiss, also die Zahnpflege ist halt ganz auf der Strecke geblieben in dieser Zeit und entsprechend sah sein Gebiss auch aus. Und tatsächlich ist es so, dass es dann, das war zu Zeiten in Bielefeld, zu einer notärztlichen Behandlung kommen musste, weil das Gebiss so reparaturbedürftig war. Und das hat ein Zahnarzt übernommen und hat dafür dann aber nachher eine sehr hohe Rechnung gestellt, die eventuell vom Amt hätte übernommen werden können, aber da gab es das Problem, dass Emo dafür nicht in Frage kam, weil er eben keine Sozialhilfeleistungen bezogen hat zu der Zeit. Aber das war auf jeden Fall eine harte Zeit. Gut daran war, dass halt die Zähne repariert waren, dann zumindest so weit, dass er ein halbwegs beschwerdefreies Leben führen konnte. Ja, jetzt ist es so, der Hertie ist weg, der Karstadt ist weg und das Haus ist geblieben. Ja. Ja, ich bin hier, ich schaff's nicht. Ich schaff den Kaltentzug nicht. Sollen wir hier rauchen? Oder wieder? Ich glaube, ich werde nie aufhören zu rauchen. Meinst du? Ja. Ja, rauchen. Das war auch ein großes Thema bei Emo. Meistens kam der Stoff auch aus dem Aldi Bahndamm. Ja. Ja. Bantam Nummer 1. Mit Bantam-Blättchen. Ja, das stimmt. Wenn es für Tabak gereicht hat. Wenn es dafür gereicht hat, ja. Ja. Das stimmt. Aber das war auf jeden Fall auch. Ich kann nicht ganz genau. Aber das war immer so, weil wenn er was hatte, ne, dann war das immer so, hier nehmt alle. Genau, nehmt das alle. Ist auch so. Ja. Das stimmt. Der war dann auch meist schnell weg. Ja. Ja. Und wenn es nichts gab, dann hat er immer so ein leeres Tabakbeutelchen da gehabt und hat sich immer so hier und da ein bisschen was geschnorrt. Ja, ja. Bis der Beutel wieder so voll war, dass er irgendwie durch die Nacht kam. Und oder vielleicht auch noch den Vormittag. Also das muss hier irgendwo in diesem Viertel gewesen sein, diese Kneipe. Ich kann mich auch nicht erinnern. Das war nicht weit weg. Also das Zombie war nicht weit weg vom Wohnheim. Sonst wäre das für Emo auch nicht als Arbeitsort in Frage gekommen, wenn eine größere Anreise nötig gewesen wäre. Das war nicht seins. Nee, nur wo man gerade rüber schlurfen konnte. Ja, genau. Also Emo war auf jeden Fall unglaublich vielseitig, was Musik angeht. Ja. Eigentlich so alles interessiert gehört und das waren teilweise auch so Mainstream-Sachen, die in der Zeit einfach angesagt waren. Und dann hat er halt auch echt viel abgefahrenen Scheiß gehört. Ne? Also sind auch Sachen, die ich ohne ihn niemals kennengelernt hätte. Also zum Beispiel SPK, da hat er auch so Sachen gehört wie Diamanda Dallas. Ja, die macht ja, kennst du das? Ja, kenn ich. Hör ich auch noch, hör ich immer noch. Ja, okay. Hier ist übrigens für die Erinnerungskiste seine alte Mütze. Die ist tatsächlich mal bei mir gelandet. Die ist noch aus den harten Zeiten, als wir unsere Gangster-Rap-Phase hatten. Sehr kurz und intensiv. The Boo, your tribe, is in it to win it. Ja, also der ist hier dann ausgezogen und ist nach Brake gezogen in eine WG. Die wollten ihm auch helfen. Ja, das war cool hier. Das war wirklich coole 2 Jahre hier. Ja, ja. Total entspannt einfach.
Still, Rudi. Ja. Ja, hier seht ihr dann das Haus, in dem wir damals gelebt haben in Brate. Nicht ich und Mama, nein, ich und diese Wohngemeinschaft, in der der Emo auch lebte. Ich, der Christian, der Norbert und Emo. Beziehungsweise eigentlich wohnten da ursprünglich mal Christian, Norbert und Ralf. Und als Ralf auszog nach Hamburg ging, zog der Emo dort ein. So, da, ich weiß gar nicht, wer auf die Idee gekommen ist. Ich habe die irgendwann gesucht und uns das Emo am Küchentisch und erzählte, dass er das Zimmer von Ralf übernimmt. Ich glaube, das war damals so eine Entscheidung von Ralf und Emo gewesen. Und Christian und Norbert waren, glaube ich, auch nur so semi-glücklich darüber. Wir können bestimmt noch über problematische Sachen sprechen, oder sollen wir nur über Positives sprechen? Gut. Das finde ich auch besser, weil insgesamt ganz toller Mensch. Also ich glaube, man muss da auch nicht irgendwie irgendwas beschönigen oder so. In Brake war halt allgemein, weiß ich nicht, antizivilisatorische Abbruchpartystimmung so, ja, in der ganzen WG. So sah dein Zimmer dann auch aus. Ich glaube nicht, dass man da irgendjemanden rauspicken kann. Wir waren, glaube ich, alle einfach unordentlich. Ich glaube, dass das Emo von uns damals unterschied war, dass Emo ganz, in ganz vielen Punkten immer so der Tucken mehr war als alle anderen. Der Tucken mehr unordentlich, der Tucken mehr unsauber, um es mal böser zu formulieren. Emo ist nicht umsonst the source of chaos. Ich weiß, dass wir damals einen Haushaltsplan gemacht haben, der auch relativ eng gestrickt war, wo wir uns dann auch durchaus Konsequenzen überlegten, was passiert, wenn irgendwer das nicht macht. Da war Emo der Erste, der sich nicht dran gehalten hat und dann natürlich tödlich beleidigt, als ich dann sagte, ey, dann müssten wir jetzt, aber wir haben uns ja darüber unterhalten, dass das jetzt eigentlich Folgen haben müsste. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, ja, im Prinzip war das aber vorprogrammiert. Wir wussten ja, dass Emo das nicht machen wird. Wir kannten ihn hinreiten. Emo zog ja in Brake ein, ohne Job, ohne alles. Und eigentlich sagten beide Elternteile zu, dass sie sich dann um Miete, Unterhalt und ähnliche Sachen kümmern würden. Gezahlt worden ist, soweit ich das erinnere, nichts. Exakt nichts. Das heißt, die Kosten in Brake haben damals für Emo Norbert und Christian getragen. Ich hatte nie das Gefühl, dass er das ausnutzt und sich in Laune macht oder so. Er hatte halt ein psychologisches Problem damit, zu Behörden zu gehen, Formulare auszufüllen. Dass er es nicht geschafft hat, zum Amt zu gehen, Geld zu beantragen, sich eine Wohnung zu suchen. Also einfach diese grundlegenden Dinge, die dein Überleben sichern. Da geht es ja nicht nur um Waschen oder um Hausarbeit, sondern das ist ja wirklich viel elementarer, viel existenzieller. Wir haben ja alle unsere Probleme. Also dass dieses Sozialding, also was der Staat sozial nennt, das war für Emo, glaube ich, immer das größte Problem. Und das zweitgrößte waren seine Zähne, glaube ich. Da hat er auch sehr drunter gelitten, dass er es nicht hingekriegt hat, sich das vernünftig behandeln zu lassen. Also lange Zeit nicht, ganz am Ende hat das dann noch geklappt. Emo hat in Brake tatsächlich viel gelesen. Ohne Emo hätte ich, glaube ich, nie einen Blick in Ulysses geworfen von James Joyce. Denn Emo hatte dieses Buch einfach auf dem Klo liegen. Und ich weiß auch, dass er selber geschrieben hat, aber ich habe davon eigentlich nie was gesehen. Also Norbert hat das öfter erzählt und jetzt weiß ich ja, dass es ein Projekt gibt, aber da hat er mir nie irgendwas zukommen lassen. Also ich habe nie irgendwelche Geschichten von ihm gelesen oder so. Also ich fand, Emo hat immer wenig Privates erzählt. Ich kann mich erinnern, er hat irgendwann mal erwähnt, das ist auch schon sehr lange her, dass er eine Freundin hatte und die irgendwie in der Therapie war, dass er die nicht sehen konnte. Aber ich habe die nie getroffen zum Beispiel und er hat auch nicht viel von ihr erzählt. Also ich weiß zum Beispiel nicht, wann das zu Ende gegangen ist, die Beziehung. Ich kann mich erinnern, also es passt jetzt nur am Rande, aber ich weiß, ich habe ihn irgendwann in Bielefeld in der Innenstadt getroffen und er hatte sich ganz unregelmäßig rasiert. Also er hatte so hier die Hälfte vom Schnauzer stehen lassen und dann hier was wegrasiert und so. Es war völlig unregelmäßig, aber gezielt, ne? nicht aus Versehen, sondern und da haben wir dann kurz drüber gesprochen und er meinte, dass diese Symmetrie einfach überbewertet ist. Was natürlich extrem aufgefallen ist. Aber ich glaube, das ist irgendwie typisch auch für seine Weltanschauung. Ne, eher so undogmatisch. Im Englischen sagt man outside the box. Also oft Überlegungen und Vorstellungen, die einen erstmal stutzig machen, wo man erstmal drüber nachdenken muss, wie er darauf kommt und was er gemeint hat. Aber es war
immer schlau. Also er hat nie Quatsch erzählt. Kann mich jedenfalls nicht erinnern. Es war immer irgendwas, was einen dann zum Nachdenken angeregt hat, auch wenn man vielleicht nicht zugestimmt hat. Emo hat die Leute ja auch polarisiert. Es gibt ja mehr als einen, der gesagt hat, boah, geh mir weg mit dem. Ja? Weil der in dieser Art, nicht in die, sich an die Konventionen zu halten, eben natürlich, logischerweise aneckt. Und dafür habe ich ihn auch sehr geschätzt, dass er quasi auf eine Art und Weise ehrlich mit mir war. Ja? Manchmal überlegt man rum, wie spreche ich was an, und dann kommt so ganz zart was hinten rum. Aber ob der andere das versteht, aber Olaf hat den Hammer genommen und gesagt, da ist dein Nagel, so, ne? Und ich habe hier einen Hammer. Jetzt gucken wir mal, wie tief man den reinkriegt, so. Ähnlich wie mehr oder weniger alle in unserem Umkreis halt irgendwie, was man heutzutage links bezeichnen würde, eine linke Einstellung, aber er hat oft außerhalb von Kategorien gedacht. Ich kann das schwer beschreiben. Also ich glaube nicht, dass man ihn einordnen kann in irgendeinem eingängigen System. Also man kann nicht sagen, er war Kommunist zum Beispiel. Da hat er nie irgendwas gesagt. Also überhaupt so eine strikte Einordnung hätte, glaube ich, nicht zu ihm gepasst. Olaf war ein echter Anarchist. Nicht so ein kleinbürgerlicher Anarchist, sondern ein echter. Ja? Jemand, der wirklich die Herrschaft des Menschen über den Menschen aus allertiefstem Herzen abgelehnt hat. Aber ich meine, er war auf seine eigene Art und Weise eigentlich ein richtiger Punk, oder? Ohne dass er jetzt wie ein Punk aussah, also nicht so ein britischer Punk mit Iro und nur Punkmusik hören, aber von seiner Lebensart, von seiner Einstellung her und so, glaube ich, dann so ein richtiger Punk, oder? Ich bin ja selber früher Punk gewesen und ich fand bei vielen Sachen so, ja, das ist halt die Einstellung. Aber Emo hatte ja immer Probleme, sich irgendwelchen Systemen unterzuordnen. Das ist doch ein grundanarchistischer Gedanke, oder? Er war vor allem in gewisser Weise nicht sehr politisch. Also im Sinne von nicht irgendwie, also parteipolitisch ja sowieso nicht, aber auch sonst nicht aktiv. Also ich glaube, wir sind nie auf eine Demo zusammengegangen. Ich glaube, dass er schon hier in dieser Gegend früh mit Religion konfrontiert wurde. Ich weiß aber tatsächlich nicht, ob er getauft war und Kirchenmitglied. Aber seine Grundhaltung war klipp und klar antiklerikal. Und das bezog sich sowohl auf den Glauben selber als auch auf Herrschaftsansprüche der Kirche. Das hat er alles überhaupt nicht akzeptiert. Er hat es auf seine Art wieder gemacht. Er ist dann sehr spöttisch damit umgegangen oder teilweise auch hat er es aufgegriffen, zum Beispiel in Rollenspielen, in Shadowrun. Da ist ja die Gegend hier als das Fürstbistum Münster wird das ja geführt und das hat er sehr geliebt. Also dass seine Heimatgegend in so archaischer Weise bezeichnet wird in der Shadowrun-Welt. Ich glaube, er hatte großen Spaß daran mit allen möglichen Fantasiereligionen und ich glaube, das ist alles sehr spannend, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei irgendwelchen Glauben damit verknüpft hat oder so. Er war großer Fan von dem gesamten Cthulhu-Mythos. Die Anfänge da dieses Horror-Genres, also Lovecraft und alles, was davor oder danach kam. Ich glaube, dass er auch andererseits über seine Mutter sehr mit anderen esoterischen Konzepten konfrontiert worden ist, auch schon früh, eben mit Reiki und Qigong. Und auch das hat er abgelehnt. Und ich glaube, dass diese satanistische, dunkle Sichtweise eine direkte Antireaktion war. Natürlich, es war total klar, dass das Christentum und Olaf null zusammenpassen. Diese bornierte, engstirnige,
Unterdrückungsideologie so, ja, mit Glauben statt Denken, da hat einem natürlich zuwider. Ich glaube nicht mal, dass er wirklich ein Satanist war. Er hat damit gespielt, mit diesen Gedanken. Kennengelernt habe ich ihn tatsächlich übers Rollenspiel. Und da haben wir auch oft zusammen gespielt. An verschiedensten Orten, in einer großen Clique und wo immer man war, hat man dann oft Emo eingesammelt, was dann später schwieriger wurde, als er nach Beckum gezogen ist. Also in meiner Erinnerung hat er das eigentlich immer dabei gehabt, das Krokodil. Bei jedem Rollenspielabend war das Krokodil mit auf dem Tisch. Emos Charaktere waren immer irgendwo außen vor. So sein berühmtester Charakter, Tuttle, würde ich jetzt im Nachgang auch sagen, war eigentlich immer eher so ein bisschen der Arsch. Interessant daran war tatsächlich, dass Emo, wenn er Charaktere erschuf, eigentlich immer den Hintergrund komplett dazu im Kopf hatte. Die kannten sich ja in Teilen auch tatsächlich alle oder waren miteinander verwandt. Emo lebte für meine Begriffe auch so halb in eben genau dieser Rollenspielwelt. Und ich glaube tatsächlich, dass er mit seiner Welt, die er sich aufgebaut hat, das, was seine Mutter praktiziert hat, komplett konterkariert hat. Also wenn man zu schwierigen Sachen kommt, er hatte halt nie Geld. Das heißt, ganz oft wollten wir irgendwas machen und dann musste man Emo halt irgendwie mit durchziehen. Ne? Das heißt, du musstest dann für ihn das Essen kaufen, ihn abholen, ihn hinbringen, was auch immer. Das war halt ein bisschen anstrengend, aber wie gesagt, wenn er mal was hatte, hat er immer alles geteilt, immer alles mitgemacht und so. Emo hat nie irgendwas aus Gemeinheit oder Boshaftigkeit oder so getan, dass er irgendwie Leute was gekostet hat. Da hat er, ich weiß gar nicht, da hat er, glaube ich, gar kein Verhältnis zu, dass er Leuten jetzt gerade schadet. Das ist ganz wichtig irgendwie. Ne? Im Gegenteil, Emo war eigentlich ein herzensguter Mensch, von dem du eigentlich, hätte er was gehabt, hättest du alles von ihm haben können. Es endete letzten Endes damit, dass wir feststellten, dass wir es uns nicht leisten können, den Emo halt weiter durchzufüttern. Beziehungsweise, dass das so halt auch im Zusammenleben schwierig wird. Er ist ja, nachdem er in Brake quasi, ne, sich nicht gemerkt hat, ich, da geht's nicht mehr, ja, hat er sich irgendwie aufs Fahrrad gesetzt und ist zu seinem Vater gefahren. Da ging es auch nicht. Und dann hat Vater ihn hier in einem seiner Häuser untergebracht. Eine absolut rontige Abbruchbude. Ja, aber er hatte ein Dach über dem Kopf, konnte erstmal wohnen. Und dann ist Vater extrem schwer erkrankt. Und dann hat er irgendwie zugesehen, dass er das Haus verkauft. Hat mit dem Käufer aber klargemacht, dass sein Sohn da weiter drin wohnen kann. Und ist dann selber von der Bühne abgetreten. Okay, wie sah es in Beckum aus? Wie immer. Unaufgeräumt, natürlich versifft und letzten Endes vom Geruch her schwer drin zu bleiben. Also auch die Tatsache, dass man sich eher umguckt, wo man sich hinsetzt, kannte ich halt leider auch schon. Da ist Olaf dann nach eigener Aussage an seinen absoluten Tiefpunkt geraten. Wenn du ganz unten bist, dein Körper ist kaputt, du hast Fieber, du hast seit 4 Tagen nichts gegessen, so, ne? So, du bist wirklich komplett fertig. Psychisch sowieso, ja, so sozial von allen geschnitten, so. Der Typ, dem das Haus gehört, der versucht dich gerade in die geschlossene Anstalt zu bringen, so, ja, mit Lügen und Diffamierung. Und dann hat er gesagt, alles klar, jetzt stehe ich auf. Und ja, das sollte hier gewesen sein. In der Tat. Ich hatte gehört, dass das ab. Vielleicht war es das Haus auch. Das könnte auch sein. Aber das sieht nicht so neu aus. Also das hier war quasi sein Aufschlagpunkt und gleichzeitig der Tiefpunkt hier in Beckum. Und danach ging es dann quasi bergauf. Dann hat er ihm gesagt, alles klar, ich gehe zum Sozialamt, ich gehe zum Zahnarzt, so, ich mache das klar. Der hat ja selber nur
offiziell nur ein Hauptschulabschluss, hat sich also selber die Sachen angeeignet, Mathematik, hat sich das vergegenwärtigt und hat dann den jungen Menschen beigebracht, wie sie sich selber was beibringen. Das war auch sein Ansatz. Und er hat dabei die drei Nachbarskinder alle sicher durch die Schule gebracht. So, hier Sternstraße war die zweite Wohnung von Olaf, wo er gewohnt hat. Und was Olaf hier kennengelernt hat, ist die katholische Kirchenbibliothek. Und zwar da den Verkauf des Giftschrankes. Weil die nämlich Werke verkauft haben, die er sich dann für wenige Cent ersteigern konnte, wie zum Beispiel Schopenhauer oder Nietzsche oder Immanuel Kant. Werke, die diese Leute für nicht erhaltenswert erachtet haben, die für Olaf aber die geistige Nahrung waren. Aber ich finde, Emo war sowieso sehr vielseitig und hat einen oft überrascht. Als ich das erste Mal in seiner Wohnung in Beckum war, bin ich aufs Klo gegangen und da lag eine Ausgabe von Lord Byron. Ich weiß nicht, ob das was sagt, einer der wichtigsten englischen Poeten. Ich hatte gerade angefangen, Englisch zu studieren. Ich fand das total spannend, aber ich war halt auch beeindruckt. Das war für mich relativ anspruchsvoll, obwohl ich Englisch studiert habe. Und Emo hat das so als Klolektüre da liegen gehabt. Also im Englischen, ne? In der Originalausgabe. Das fand ich beeindruckend. Hochbegabt auf jeden Fall, in vielen Bereichen, und Englisch gehörte dazu. Ja. Wie viele Leute haben überhaupt Interesse an Poesie? Das sind schon nicht so viele. Und wer sucht sich dann aus dem 18. Jahrhundert irgendwelche Originale raus und liest die dann? Das fand ich ganz cool. Ja, und sowas hat er halt öfter gehabt, ne? Wo er Sachen erzählt hat, wo du nicht damit gerechnet hast, dass er sich damit auskennt. Du, ich habe wenige Menschen getroffen, die ernsthaft Kant gelesen haben. Olaf hat mir mal erzählt, er hat etwas betrieben, eine Wissenschaft, die nennt sich fröhliche Nekromantie. Das heißt, er hat in seinem Geist heraufbeschworen, lange tote Menschen, und hat sie miteinander diskutieren lassen. So hat er zum Beispiel Schiller mit Nietzsche diskutieren lassen. Und hat mir erzählt, dass Schiller sich irgendwann weinend in seinem Zimmer eingeschlossen hat. Was Emo auch noch wirklich gerne gespielt hat, das ist Warcraft. Also das war dieses, ja, Orcs Against Humans. Ja. Das war natürlich total sein Ding. Er hat sich ja selber so sehr mit den Orcs identifiziert. Ja. Das passte überhaupt in seine ganze Lebenswelt rein. Ne? Also er war ja auch sehr in diesem Fantasy-Bereich aktiv. Also auch ursprünglich über Lord of the Rings, wo irgendwie die meisten Leute in der Zeit drüber infiziert wurden. Shadowrun war wichtig und eben auch da Ork sein. Und das Ganze hat halt ein echt morbides Flair, dieses Spiel Warcraft. Ja. Und das war sowieso Emos großes Ding, ne? Die Morbidität. Manchmal glaube ich, er war sich so im Klaren darüber, wie endlich dieses Leben ist und wie bedeutungslos eigentlich am Ende. Weil für ihn war ganz klar, es gibt kein Leben nach dem Tod oder so. Ne? Es ist halt, da war er schon Materialist. Ne? Ja. Und ich habe manchmal den Eindruck, er hat es auch so gelebt. Ne? Also er hat so mit dieser der Vergänglichkeit gespielt und hat das Morbide geliebt. Danke dir. Dankeschön. Ja, die Vergänglichkeit. Das war, glaube ich, ein großes Thema bei ihm. Und halt irgendwie diese Lust auf auch Ekliges und so. Ne? Ich glaube, das hat er auch. Da hat er drauf gestanden. Ja. Splatter. So, genau, Splatter and Gore.
dem war immer bewusst, dass das Abseitige, das uns Unbekannte, das Abgründige und Tiefgründige, das, was wir nur aus dem Augenwinkel ergreifen und wahrnehmen können, dass das fundamental zum Leben dazugehört. Dass man das nicht abspalten kann und sagen kann, das hat in unserem Leben nichts zu tun. Das wäre bei einem weniger nachdenklichen und weniger materialistischen Menschen sicherlich ins Esoterische abgeglitten, aber bei Olaf ist es das nie. Der war Materialist, aber er hat immer gesagt, es gibt die Dinge, die wir nicht erfassen können vollständig, weil wir eben als Menschen da Begrenzung haben. Der weiche, dunkle Unterbauch der Seele, um da mal so ein bisschen doch esoterisch zu werden mit meinen eigenen Worten, ja? Das hat ihn immer interessiert, das Abseitige, das, wo Menschen, auch die Hybris der Menschen hat ihn interessiert, ja. Und er hat alles Recht daran, sich darüber lustig zu machen, weil er immer bereit war, die Konsequenzen aus seiner Widerständigkeit, aus seinem tief empfundenen Anarchismus heraus zu tragen. So, hier hat Olaf gewohnt, hier oben drüber. Das ist die dritte Wohnung von Olaf gewesen hier. Da ist der Rabe her. Da ist ihm der Rabe zugeflogen hier. Ich glaube übrigens, genau, das wollte ich noch dazu fügen. Du hast gesagt, er wäre bestimmt gern Magier gewesen. Ich glaube, er wäre gern Nekromant gewesen. Das ist meine Einschätzung. Mehr als normaler Magier. Ich glaube, weil das näher an dem Okkulten ist, was ein Interesse von ihm war. Ich glaube, die düsteren Aspekte, die fiesen Themen, die im Hintergrund mitlaufen, das war, glaube ich, immer sein Ding. So, ich glaube, so die dunkle Macht war immer spannender für ihn als die weiße. Wenn ich an Emo denke, die sehen eigentlich immer lachend vor mir. Der hat viel gelacht und war eigentlich immer gut drauf. Emo war maßlos, ohne unverschämt zu sein. Also, der war null bescheiden. Der war aber trotzdem niemand, der sich irgendwie egozentrisch in den Vordergrund rückt. Gar nicht, ja? Der war großzügig, ohne verschwenderisch zu sein. Das, was er, das Wenige, was er hatte, das war für alle. Das hat mich so fasziniert an ihm, dass der so richtig Mensch war. Und natürlich auch sein widerständiger Geist, dass der sich halt nicht hat in die Ecke drängen lassen oder so. Also ich glaube, der war intelligenter als wir alle zusammen. Das ist so mein Eindruck. Also das, was ich so im Studium mir hart erarbeitet habe, das hat er so on the sly nebenbei gemacht. Also wenn man es geschafft hätte, jeden in eine Position zu kriegen, wo ihn jemand betreut, damit er regelmäßig arbeitet, oder wie du es nennen willst, im Bereich Spieledesign oder so, ich glaube, da wäre Fantastisches bei rausgekommen. Also das ist verschwendetes Talent, bin mir ziemlich sicher. Doch, da haben wir noch ein Brettspiel gespielt. Wir haben Arkham Horror gespielt hinterher und Whisky getrunken. Ja, das war ein schöner Abend, ja. Das war das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe. Ja.